Wir ordnen die Welt oft als binär ein, zweiteilig. Denken wir zum Beispiel an Männer- und Frauentoiletten, Kinderspielzeug oder Kleidung. Diese Zweiteilung schließt all diejenigen aus, die sich nicht-binär oder non-binär definieren. Nicht-binäre Personen werden meist auch als trans verstanden. Auch Menschen, deren biologisches Geschlecht nicht der Normkategorie Frau oder Mann zugeordnet werden kann, fallen aus dieser Einteilung heraus. Diese Personen werden als inter bezeichnet. Sie sind teils ähnlichen, teils unterschiedlichen Vorurteilen ausgesetzt. Für sie ist das Sternchen tatsächlich ein wichtiges Zeichen der Anerkennung. Aber was bedeuten diese Bezeichnungen grundsätzlich? Das Wort trans stammt aus dem Lateinischen und bedeutet über oder darüber hinaus. Transpersonen sind Menschen, die sich mit dem biologischen Geschlecht, das nach der Geburt im Geburtenregister eingetragen wurde, nicht identifizieren können. Das biologische Geschlecht ist nämlich nicht gleichzusetzen mit dem Geschlecht, dem man sich zugehörig fühlt, was man auch als Geschlechtsidentität bezeichnet.